Ja, hallo und endlich mal wieder herzlich willkommen zu den Morgenlinks mit sieben verschiedenen Startups oder Menschen, die den Journalismus revolutionierten. Uff, Huffington Post und was Medienmanager der Zukunft mitbringen müssen. Aber vorher trinken wir noch einen Kaffee. Ja, die Huffington Post in Deutschland ist gestartet und so groß der Hype war, so groß ist jetzt auch die Ernüchterung. Ich kann mir die teilweise nur damit erklären, dass viele auch der Beobachter hier in Deutschland selten sich die Huffington Post in den USA angeguckt haben, denn auch da hatte man schon merken können, dass da eben viel Boulevard und wenig Substanz dahinter steckt. Ja, so ist auch der Start in Deutschland und man sieht, ja, da wird gerne PR verbreitet und auch nicht alles immer ganz genau geprüft und eben extrem verkürzt in klickbaren Schlagzeilen. Ein Link dazu ist von Stefan Niggemeier, der ja für seine Watchblogs wie das Bildblog berühmt ist. Der hat jetzt einen Tumblr, nämlich die Huffington Post gestartet, wo er einige Fehler der neu gestarteten Nachrichtenseite sammelt. Wenn es die Huffington Post nicht ist, was sind denn dann Erfolgsmodelle der Zukunft? Und Martin Giesler hat sieben Stück eingeteilt in verschiedenen Kategorien gesammelt. Unter anderem dabei so spannende Sachen wie Zirka, die extrem kurze Meldungen machen, Now This News, die extra Newsclips für Vine und Instagram, also innerhalb von 12 Sekunden produzieren, oder auch Upworthy, die so ein bisschen ähnlich wie BuzzFeed extrem auf viralen Inhalt setzen. Und jetzt ist die Frage, was kommt davon als nächstes nach Deutschland? Dabei sind aber auch einzelne Journalisten, die es geschafft haben, sich selbstständig zu machen und zu überleben. Und da sind wir auch schon wieder beim Geld und wie man das revolutioniert. Damit, mit Revolution, beschäftigt sich auch Wolfgang Blau, der jetzt demnächst, glaube ich, oder inzwischen schon beim Guardian anfängt und der in einer Rede vor Wiener Studenten über das spricht, was ein CEO einer Media Company, also ein Medienmanager der Zukunft mitbringen muss. Ein sehr sehenswerter Vortrag. Mit der Frage, was ein Medienmanager der Zukunft mitbringen muss, beschäftigen wir uns auch immer bei Meet the Media Executives. Da kommen noch ein paar spannende Interviews, aber die könnt ihr euch hier auch nochmal anschauen. Ansonsten abonniert den Kanal und den Newsletter, falls ihr keine Ausgabe der Morgenlinks verpassen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und verabschiede mich. Bis dahin, macht's gut. Ciao.